Wir starten hier bei diesem Amtsgebäude, wo die Einwohnerdienste sich befinden. Wir machen nachher einen ganz kleinen Rundgang. Es ist so, dass wenn Sie in die Schweiz kommen, Sie sich innerhalb von 14 Tagen hier melden müssen. Jeder, der sich in der Schweiz aufhält, braucht eine Aufenthaltsbewilligung. An diesen Schaltern hier, die Sie da sehen, werden also die Daten erfasst, wenn Sie in die Schweiz kommen. Ich kann Ihnen vielleicht bei dieser Gelegenheit kurz etwas noch sagen zum Verhältnis der Schweizer zu den Ausländern. Das Verhältnis ist gespalten, es ist ambivalent. Einerseits gibt es vermehrt Ängste, Misstrauen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern. Es gibt diesen Prototyp des gefährlichen Ausländers, das ist der Kosovo-Albaner, gefolgt vom Moslem. Es ist so, dass sich 36% der Schweizer Bevölkerung wünschen, dass, wenn Muslime ins Land kommen, dass sie ihre Glaubensgesetze aufgeben. Auf der anderen Seite, ich habe es gesagt, die Schweizerinnen und Schweizer sind auch für ihre Toleranz bekannt, nicht nur Misstrauen, auch für das Interesse an fremden Kulturen. So zählen zu den Traumdestinationen der Schweizerinnen und Schweizer so exotische Länder wie die Seychellen, wie Mauritius. Bei den Badeorten muss man sagen, dass Ägypten und Tunesien ein bisschen nachgelassen haben. Wahrscheinlich aufgrund der jüngsten politischen Entwicklungen in diesen Ländern. Wir befinden uns hier vor einem typischen Schweizer Café. Aber du kommst bei der Café Schweiz. Es wird auch, wir Schweizer nennen das Beiz, wobei Beiz dann auch für Restaurant oder Bar stehen kann. Das Erste, was Sie vielleicht am Morgen hier, was Sie begegnen werden, ist das sogenannte Frühstück. Da ist es so, dass es eine Spezialität gibt, die Schweizer lieben, das sogenannte Gipfeli. Das ist nicht so, wie der Name vielleicht vermuten lässt, ein kleiner Berg, eine kleine Bergspitze, sondern das ist ein Gebäck, das als vollwertiges Frühstück konsumiert wird. Zu den Umgangsformen kann ich vielleicht gleich sagen, wenn Sie hier reingehen, sollten Sie nicht mehr wie früher sagen, Fräulein, bitte ein Gipfeli. Man sollte die Kellnerin nicht mehr mit Fräulein ansprechen. Viel besser ist es, einfach zu sagen, ich möchte bestellen oder die Rechnung, bitte. Holzeinrichtung ist sehr typisch für eine Schweizer Beiz. Übrigens, das Nationalgetränk der Schweizer, hier sieht man im großen Behälter, das ist ein großes, nennen wir das. Es gibt auch die kleinere Version, die wird dann Stange genannt. Wie werden die Kleider hergestellt? Kinderarbeit und Ausbeutung sind in der Schweiz streng verboten. Der starke Franken und die hohen Produktionskosten zwingen aber eben Modehersteller dazu, ihre Produktion auszulagern in Länder, wo dann weniger strenge Vorschriften gelten, wo Arbeiter für geringere Löhne bereit sind zu produzieren und unter weniger starker staatlicher Überwachung. Sie dürfen hier nicht. Ich muss Ihnen vielleicht sagen, wieso dass der Herr jetzt ein bisschen abweisend reagiert hat. Es ist so, dass seit der Wirtschaftskrise das Image der Banken stark gelitten hat. Die Schweizerinnen und Schweizer sind immer weniger bereit, ihr Geld in solche Banken, in Bankkonti einzuzahlen. Sie horten das Geld viel lieber zu Hause. Die beliebtesten Verstecke zu Hause sind das Nachttischchen an erster Stelle. An zweiter Stelle kommt der doppelte Boden in einem Wandschrank. Ja, und auch Kochtöpfe sind sehr beliebt als Geldverstecke.
wie gesagt, das Bank, die Banken haben sehr stark gelitten, was das Image betrifft. Nach wie vor aber beliebt, und auch das konnten Sie an dem Herrn vorne beobachten, ist das Bankgeheimnis. Das Bankgeheimnis ist nichts anderes als das Bekenntnis der Schweizer, der Schweizerinnen zur Privatsphäre ihres Geldes. Ich finde es eine gute Gelegenheit, um die Frage zu stellen, woraus besteht eigentlich ein Schweizer? Heißt es so, dass ein Schweizer zu 60% aus Wasser besteht und zu 40% aus fester Substanz? Bei der Schweizerin ist der Wassergehalt etwas niedriger, dafür ist der Fettgehalt, der Fettanteil höher. Es sind 400 Muskeln, die dafür sorgen, dass die Schweizerinnen und Schweizer sich mit ihren 215 Knochen in Bewegung setzen können. Der Durchschnittsschweizer wiegt 76,7 Kilogramm. Er ist 1,76 Meter hoch und lebt durchschnittlich 77,8 Jahre. Natalie Portman wirft vegane Schuhe ohne Leder oder Fell. Orlando Bloom fährt im Hybridauto zur Oscar-Verleihung. Es gibt kaum einen Filmstar mehr, der seinen bewussten Lifestyle nicht öffentlich zur Schau trägt. Dass ein solcher Bewusstseinswandel ausgerechnet aus Hollywood in die Schweiz schwappen würde, hätte sich vor Jahren noch kaum ein Umweltaktivist für möglich gehalten. Es geht um das Weg vom gedankenlosen Konsum hin zum bewussteren Umgang mit unseren schwindenden Ressourcen. Diese Philosophie wird auch zunehmend von den Schweizer Lebensmittelhändlern wie der Migros mitgetragen. Als Fazit oder als kleine Anekdote, selbst Katzenfutter wird mittlerweile in der Schweiz in Bioqualität produziert. Man sieht also, dass das Bewusstsein gestiegen ist für Ökologie. Biofutter heißt in dem Zusammenhang, dass ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau produziert wird, mit einem hohen Anteil an wichtigen Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen, dass die Schweizer Katzen viel Kraft und gesunde Energie auch sie zu sich nehmen können. Die Schweizerinnen und Schweizer nehmen in den Ferien nicht nur viel mit, sondern lassen also auch viel zurück, nämlich vor allem ihre Hemmung. Da wird also geflirtet und getrunken, geschäkert und geschlemmt, die Röckchen werden kürzer, die Blusen gewagter und die Hemden bunter. 4 von 10 Befragten aus diesem Kuoni Ferienreport gaben an, dass sie sich in den Ferien lässiger, modischer und auffälliger kleiden als daheim. Und als kleines Fazit kann man also sagen, in den Ferien geben sich die Schweizer gerne ein bisschen extrovertierter und freigebiger als zu Hause. Am liebsten reist der Schweizer nach Spanien, um eben dort auf ausgedehnten Reisen diesem südländischen Temperament etwas näher zu kommen. Auch die Schweizerinnen schielen gerne über die Grenze. Es soll entweder blond, groß und muskulös sein, wie in Schweden, ihr Traummann, oder dann dunkelhaarig und braungebräunt, eben ein typischer Südländer. Leider ist in den letzten Jahren die Zahlungsmoral der Schweizer drastisch gesunken. Es ist so, dass viele über ihre Verhältnisse leben. Die Rechnungen werden im Schnitt erst nach etwa 49 Tagen bezahlt, statt nach 30. Ah, gut. Also der Herr hier sagt gleich, wir dürfen hier nicht filmen. Also ich bitte alle, ihre Kameras auszustellen. Auch das hat wieder mit der schweizerischen Diskretion zu tun. Ich habe darüber schon etwas Ihnen erzählt. Da ist es so, dass Büroangestellte grundsätzlich als anständiger wahrgenommen werden als Handwerker. Keine wesentlichen Unterschiede gibt es zwischen Mann und Frau. Eindeutig weniger Anstand, und das dünkt mich wichtig, auch für Sie zu wissen, wird Ausländerinnen und Ausländern zugesprochen.
Die Schweiz allerdings liegt hier als Ausnahme noch vor Ländern wie Norwegen oder Schweden. Schon seit Jahren behauptet sie sich mit einem Schokoladenkonsum von 12,4 Kilogramm pro Kopf auf Platz 1. Hier interessant, dass Depressive einen viel höheren Schokoladenkonsum haben als Normalverbraucher. Laut einer amerikanischen Studie, die an 1000 Menschen durchgeführt wurde, wurde dann festgestellt, dass Depressive durchschnittlich 12 Tafeln pro Monat essen, während gesunde Menschen lediglich 5 Tafeln Schokolade essen. In der Schweiz werden jährlich 500.000 Menschen wegen Depression behandelt. Man kann sich also jetzt selber ausrechnen, was für ein riesen Marktpotenzial hier für die Schokoladenindustrie der Schweiz liegt. Das Bedürfnis nach Sexualität nicht abgenommen hat, sondern im Gegenteil zugenommen hat. Im Gegensatz zu allen anderen Ländern auf der Welt, wir hier die sexuelle Reife wird mit 16 angesetzt. Das heißt, ab 16 Jahren dürfen die Schweizerinnen und Schweizer offiziell Sex haben. Das bedeutet, dass natürlich auch Frauen sich ab 16 Jahren prostituieren. Die werden oft, kommen die dann aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien in die Schweiz. Sie dürfen zwar keinen Arbeitsvertrag unterschreiben, deswegen können sie nicht in offiziellen Hotels arbeiten, aber sie dürfen Sex haben und Kunden. Excusez, was machen Sie hier? Pardon? Wir sind Touristen. Ja, but, okay. Ja, aber da, ich wäre froh, Sie würden sich ankündigen vorher kurz. Ich bin hier stellvertretende Filialleiterin. Was wir haben, einfach, wir zeigen quasi einfach Bären-typische Institutionen. Ja, das ist das schönste Buchhandlung in Bären. Eben, ja, warum müssen wir ja natürlich dann. Nee, aber ich wäre echt froh, Sie würden sich das nächste Mal. Kein Problem, machen Sie. Können Sie auf der Homepage bei mir gucken, Carola Klein? Können Sie es mir aufschreiben? Ich schreibe es Ihnen auf. Ist alles okay? Wir machen auch nur noch zwei, drei kleine Informationen. Nee. Dann. Und, zum Freizeitverhalten der Schweizer ist es so eben, dass nicht mehr so viele Bücher gelesen werden wie früher. Hobby Nummer 1 der Schweizer ist unbestritten das Fernsehen. Das Lieblingsfleisch, das absolute Lieblingsfleisch der Schweizerinnen und Schweizer ist Schweinefleisch. Das hören jetzt vielleicht einige von Ihnen nicht so gerne. Da stieg aber der Konsum weiter um fast 4% an auf 200.119 Tonnen pro Jahr. An zweiter Stelle dann Rindfleisch, auch hier eine Zunahme von 2,9% auf 89.254 Tonnen. In Sachen Fleischkonsum sind die Schweizer sehr patriotisch. Der Großteil des in der Schweiz verzehrten Fleisches ist Schweizer Fleisch, nämlich 80%. Fast Selbstversorger sind die Schweizer beim Palm- und beim Schweinefleisch. Ich habe